Ein herzliches Willkommen in die Runde. Herzliche Grüße aus der Paritätischen Hauptgeschäftsstelle in Berlin. Wir begrüßen Sie zum zweiten Paritätischen Wahlsalon. Inzwischen schon Geh wählen, weil alle zählen. Die Bundestagswahl kommt näher. Wir im Paritätischen Wohlfahrtsverband haben uns dazu viele Gedanken gemacht, umfassende Forderungen vorgelegt, die wir heute diskutieren wollen. Und zwar mit prominenten Vertreterinnen und Vertretern von zwei Parteien, also zwei sehr kompetente Gäste haben wir uns eingeladen und die möchte ich gerne vorstellen. Vorher stelle ich mich noch vor. Mein Name ist Joachim Rock. Sie lesen das im Bild. Ich bin Abteilungsleiter im Paritätischen Gesamtverband und darf diese Diskussion heute moderieren und darauf freue ich mich sehr. Als ersten Gast darf ich begrüßen Janine Wissler. Sie ist Politikwissenschaftlerin, aktiv in der außerparlamentarischen Bewegung immer gewesen und eine der beiden Parteivorsitzenden der Linken. Sie ist aber noch viel mehr. Sie ist auch Fraktionsvorsitzende der Linken im Hessischen Landtag und sie ist dort auch Vorsitzende des Ausschusses für Wirtschaft und Energie. Und als ob das nicht reichen würde, ist sie auch Co-Spitzenkandidatin der Linken für die Bundestagswahl. Herzlich willkommen, Janine Wissler. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Wir begrüßen darüber hinaus Pascal Kober. Pascal Kober gehört der FDP an. Er ist Theologe, arbeitete zuletzt als Militärseelsorger, war dabei auch zweimal in Mali im Auslandseinsatz. Er ist Bundestagsabgeordneter und unter anderem sozialpolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion und Mitglied des FDP-Bundestags. Bundesvorstandes. Herzlich willkommen auch Ihnen, Pascal Kober. Ja, vielen Dank, Herr Dr. Rock. Ich freue mich, dabei sein zu dürfen. Und ganz herzlich begrüße ich weiter in der Runde den Gastgeber sozusagen, den Bundesvorsitzenden des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes, Professor Dr. Rolf Rosenbrock. Der muss in dieser Runde kaum vorgestellt werden. Ich sage trotzdem einige Worte. Er ist Gesundheitswissenschaftler und viel mehr noch. Er ist ausgewiesener Experte auch in allen Fragen des sozialen Zusammenhaltes. Und die werden uns heute, da sage ich nicht zu viel, auch intensiv beschäftigen. Schönen gemeinsam, guten Tag allerseits. Gemeinsam diskutieren ist ein Stichwort. Wir freuen uns, wenn Sie auch vor dem Bildschirm ganz engagiert mitdiskutieren. Es gibt dazu verschiedene Möglichkeiten. Sie können das einmal über Twitter tun. Da gibt es den Hashtag, weil alle zählen. Wenn Sie den benutzen, dann haben wir Sie buchstäblich auf den Schirm mit Ihren Kommentaren und wir laden Sie herzlich ein, das intensiv zu tun. Es gibt dann bei YouTube, wenn Sie darüber zugeschaltet sind, die Chat- und Kommentarfunktion. Und die Kolleginnen und Kollegen haben das intensiv im Blick. Wenn Sie sich darüber äußern, merken wir das auch und können Ihre Äußerungen, Ihre Kommentare auch aufnehmen. Und das wollen wir auch machen. Sie können zum Beispiel applaudieren. Das ist immer ein besonders positives Beispiel. Ich weise trotzdem darauf hin, dass auch im Internet die paritätischen Prinzipien von Offenheit, Vielfalt und vor allem Toleranz gelten. Das heißt, insbesondere seien Sie gerne hart in der Sache, aber seien Sie immer freundlich und respektvoll im Ton. Da achten wir auch drauf und umso größer ist Ihre Chance, tatsächlich Gehör zu finden. Und damit das, was hier besprochen wird, auch wirklich bei allen ankommt, kann ich in der Runde auch Frau Magdalena Meisen begrüßen. Sie ist Gebärdensprachdolmetscherin und unterstützt uns heute hier in der Runde. So viel der Vorrede von meiner Seite. Wir gehen gleich in medias res. Und in der Vorbereitung auf die Diskussionsrunde habe ich gesehen, dass unsere beiden Gäste Janine Wissler und Pascal Kober beide auch sehr sportlich sind. Janine Wissler ist sportlich sozusagen in die Höhen des Olymps schon aufgestiegen, wie ich gesehen habe. Und Pascal Kober ist sogar Fallschirmspringer. Das ist doch ein hohes Maß an Sportlichkeit. Und da wissen natürlich beide um den Wert des Trainings. Und deshalb wollen wir gemeinsam auch zum Einstieg mal trainieren. Und zwar erstmal trainieren, kurz und klar auf Fragen beispielsweise der Moderation zu antworten, wo mir natürlich besonders daran liegt. Also wir testen, ob es gelingt, komplexe Sachverhalte auf den Punkt zu bringen. Und meine erste Frage an Janine Wissler, von wo sind Sie uns denn heute zugeschaltet?
Ich bin zugeschaltet aus Erfurt, aus dem Büro meiner Co-Vorsitzenden Susanne Herdig-Welsum, mit der, die ich gestern hier im Wahlkampf um das Direktmandat unterstützt habe. Das heißt, in Erfurt. Ja, wunderbar. Das war schon kurz, klar und auch präzise. Vielen Dank dafür. Pascal Kober, von wo dürfen wir Sie sehen und hören? Ich bin in meinem Wahlkreis, Wahlkreis Reutlingen, südlich von Stuttgart, in meiner eigenen Wohnung auf der Schwäbischen Alb und freue mich, dabei sein zu dürfen. Ja, wunderbar. Vielen Dank. Das geht doch schon gut los. Wir testen das mal weiter. Gleich aber auch mit einer inhaltlichen Frage. Und ich würde mit Herrn Kober, wo wir gerade dabei sind, dann einsteigen. Die Bundesregierung hat in diesem Jahr ihren Armuts- und Reichtumsbericht vorgelegt. Und da hat sie auch Umfragen in Auftrag gegeben, die repräsentativ waren und danach gefragt, wie sieht es denn in der Bevölkerung aus? Was fordert denn eine Mehrheit in der Bevölkerung, um soziale Ungleichheit zu bekämpfen? Und dabei kam unter anderem raus, dass über 2/3 der Bevölkerung höhere Steuern für Reiche befürworten und selbst mehr als die Hälfte der Reichen höhere Steuern befürworten. Dagegen war nur etwa 1/10 der Bevölkerung. Und wenn man diese Aussagen aus dieser repräsentativen Umfrage auch noch der Bundesregierung dann hört, dann meine Frage an Sie, müssten Sie bei der Werbung um Stimmen jetzt im Wahlkampf nicht noch viel stärker auf diese Einschätzungen aus der Bevölkerung hören und vielleicht auch ein Stück mehr auf Frau Wissler und ihre Forderungen zugehen? Nein, im Gegenteil, sondern die Herausforderung liegt darin, die Menschen davon überzeugen, welches der richtige Weg ist. Und wir haben gerade in den letzten Jahren ja in Deutschland gesehen, dass wir Rekordsteuereinnahmen hatten. Jahr für Jahr, also vor der Corona-Krise, Jahr für Jahr Rekordsteuereinnahmen. Der Staat hatte so viel Geld wie noch nie zuvor. Und Jahr für Jahr wurde es mehr. Nicht dadurch, dass man Steuern erhöht hat, sondern dadurch, dass das Wirtschaftswachstum so enorm war in Deutschland. Und das hat was damit zu tun, dass die Menschen Arbeit hatten und das hat was damit zu tun, dass die Unternehmen ihre Produkte und Dienstleistungen verkaufen konnten. Und darauf kommt es an, dass wir wettbewerbsfähig sind. Dann haben die Menschen Arbeit, dann zahlen sie Steuern und Abgaben, auch die Unternehmen natürlich. Und dann haben wir die notwendigen Mittel, um unsere Aufgaben in unserer Gesellschaft zu finanzieren. Hohe Steuern hingegen, und das hat man in anderen Ländern gesehen, führen am Ende zu weniger Einnahmen, weil dann die Bürgerinnen und Bürger weniger ausgeben können, die von Unternehmen weniger verkaufen können, weniger investieren können. Am Ende haben dann alle am wenigsten. Mehr ist weniger ist so eine Arithmetik, die mir nicht immer eingeleuchtet hat, aber aus Ihrem Mund klingt das natürlich überzeugend. Ich weiß nicht, ob Frau Wissler als Vorsitzende eines Wirtschaftsausschusses immerhin das dann teilt, stelle aber Ihnen auch direkt eine persönliche Frage und die wäre, die FDP-Bundestagsfraktion hat schon im März 2020 gefordert, in der Pandemie die Regelsätze in Hartz IV zu erhöhen. Und zwar um 15-20%. Haben Sie schon einmal gedacht, Ihre Bündnisbemühungen in Richtung FDP und Herrn Kober zu intensivieren? immer schön, wenn es auch fortschrittliche Forderungen aus den Reihen der FDP gibt. Leider ist das halt immer nur sehr punktuell und sehr begrenzt. Von daher glaube ich gerade auch, was Herr Kober jetzt gerade wieder zum Thema Steuern gesagt hat, da kommen wir leider nicht zusammen, weil ich finde, die Corona-Krise hat ja sehr deutlich gezeigt, wo die Missstände sind, dass wir dringend mehr Investitionen brauchen, dass wir einen Pflegenotstand haben, dass die Schulen marode sind, dass wir Investitionen in Klimaschutz brauchen. Ja, und dazu brauchen wir mehr öffentliche Einnahmen und eine andere Steuerpolitik. Und nun ist es leider so, dass das FDP-Wahlprogramm den Staat etwa 90 Milliarden kosten würde. Und wenn man gleichzeitig sagt, die Schuldenbremse soll eingehalten werden und die schwarze Null, dann ist das einfach nicht besonders seriös. Und wir wollen höhere Einnahmen, um eben Zukunftsinvestitionen tätigen zu können. Und das ist natürlich auch eine Frage auch der sozialen Gerechtigkeit. Das ist ja auch irgendwann demokratiegefährdend, wenn die einen immer reicher werden und die anderen kaum über die Runden kommen. Und deswegen brauchen wir ganz dringend eine Umverteilung von Reichtum. Und natürlich brauchen wir dringend eine Erhöhung der Hartz-IV-Regelsätze, aber besser noch, und das ist ja unsere Forderung, die Überwindung dieses Hartz-IV-Systems, damit alle Menschen in Würde leben können. Damit sind wir schon mitten in der Debatte, das trifft sich gut, denn genau da wollten wir hin.
Und ich frage gleich mal Pascal Kober, wir wollen jetzt darüber sprechen, wie ein Sozialstaat denn aussehen kann, der vor Armut schützt. Und es liegt nahe, und das ist auch eine Position des Paritätischen, dass das, was am einfachsten, was am effektiven vor Armut schützt, eigentlich etwas ganz Einfaches ist. Das ist nämlich Geld. Und ich komme zurück auf den zurückliegenden ersten Wahlsalon im Paritätischen. Da hat in der letzten Woche Saskia Esken mit Christian Lindner diskutiert. Und Christian Lindner hat auch die Bedeutung von Geld und dass etwas ankommt natürlich hervorgehoben und hat gesagt, dass er es skandalös fände, dass bisher von dem Zuverdienst, den Menschen in der Grundsicherung erarbeiten, ein großer Teil nicht bei ihnen ankäme, weil er eben angerechnet wird. Und das sei ein großer Skandal, und eine Forderung der FDP sei deshalb, dass von jedem zusätzlich erarbeiteten Euro, den ein Mensch in der Grundsicherung, viele Menschen in der Grundsicherung arbeiten, bezahlt oder unbezahlt, dass von jedem zusätzlich verdienten Euro die Hälfte dann von den Betroffenen tatsächlich behalten werden kann und ankommt. Ist nicht Geld da doch ein ganz wesentlicher Anreiz, und hilft nicht Geld auch, um Armut tatsächlich zu beseitigen? Das kommt immer darauf an, wie man Armut genau definiert. Und ich glaube, Armut hat viele Gesichter und viele Dimensionen. Und eine Dimension ist tatsächlich das verfügbare Einkommen. Und das, was Christian Lindner zu Recht angesprochen hat, was, wie Sie wissen, ich auch immer wieder nachhaltig betone und versuche umzusetzen, Gehör zu bekommen bei der Regierung, nämlich Zuverdienstgrenzen, bedeutet ja zweierlei. Es bedeutet mehr Geld im Geldbeutel, und es bedeutet aber, dass man auf der Grundlage eines eigenen, selbstverdienten Einkommens dieses Geld bekommt. Und das ist, glaube ich, das Ziel, denn ein Arbeitsplatz ist mehr als nur Einkommen. Arbeitsplatz ist sozialer Bezug, es ist Selbstbewusstsein, es ist Selbstwertgefühl und vieles andere auch, noch mehr. Und insofern, wenn es gelingen könnte, den Menschen beides zu geben oder zu ermöglichen, Arbeit und mehr Geld durch Arbeit im eigenen Geldbeutel, dann ist es die Richtung, die wir gehen sollten. Und wir glauben als FDP, dass das möglich ist, und deshalb kämpfen wir genau dafür. Wunderbar, vielen Dank. Nachfrage von mir, und das Ziel der FDP ist dann tatsächlich, jeder zweite Euro, der zusätzlich verdient wird, der soll auch behalten werden dürfen von den Menschen, die es erarbeitet haben. Also wenn unser Bundesvorsitzender Christian Lindner das sagt, dann werde ich ihn da nicht stoppen. Es wird darauf ankommen, Koalitionspartner zu finden, die das mit uns umsetzen. Dass das die Zielrichtung sein muss, ist klar. Vielleicht wird man da in Schritten vorgehen müssen. Aber unsere Zielrichtung ist klar, Arbeit muss sich lohnen, und Christian Lindner sagt ja auch immer zu Recht, die höchsten Steuersätze quasi haben die Geringverdiener, denn ihnen werden 80% abgezogen, und daran wollen wir was ändern, weil Arbeit sich für alle lohnen soll, ob gering oder Großverdiener. Ja, vielen Dank. Wir haben schon eine erste Frage, die uns erreicht hat, und sie kommt aus dem Bundesverband der Volkssolidarität und richtet sich auch an Frau Wissler. Und die Frage lautet, wie kann es gelingen, denn die Teilhabe im Arbeitsleben besonders zu stärken für Menschen in der Grundsicherung? Der Paritätische, um das noch zu sagen, hat selbst letzte Woche einen 9-Punkte-Plan vorgelegt, um Langzeitarbeitslosigkeit zu überwinden. Etwa 1 Million Menschen sind in Hartz IV langzeitarbeitslos, in einem System, das nie für einen langen Aufenthalt geschaffen wurde. Dafür sind die Bedingungen viel zu rigide formuliert. Was sind Ihre Vorstellung? Zum einen, um kurz noch an dem anzuknüpfen, was Herr Kober gesagt hat, wenn wir sagen, Arbeit muss sich für alle lohnen, dann müssen wir ja auch insbesondere gegen den Niedriglohnsektor vorgehen. Das heißt also Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns, wir fordern 13 Euro, damit eben nicht Menschen, die jeden Tag zur Arbeit gehen, am Ende des Monats von ihrer Arbeit nicht leben können und vielleicht sogar aufstocken müssen. Und das ist auch ein wichtiger Punkt, wenn wir über Teilhabe am Arbeitsmarkt reden, dass wir eben die Menschen haben, die im Hartz-IV-Bezug sind, die Menschen aber auch eben, die arm trotz Arbeit
Arbeit sind, das heißt die aufstocken, da ist es dringend notwendig anzusetzen, eben deutlich zu machen, Löhne müssen zum Leben reichen, am besten durch flächendeckende Tarifverträge, in den Bereichen, wo wir das nicht haben, eben durch einen höheren gesetzlichen Mindestlohn. Unserer Meinung nach ist es dringend notwendig, Langzeiterwerbslose nicht zu drangsalieren und zu sanktionieren, sondern wirklich Angebote zu machen, um sie wieder in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Und dazu brauchen wir Angebote der Weiterbildung. Dazu brauchen wir deutlich bessere Angebote, auch was die Maßnahmen angeht. Das ist ja auch das Problem, dass die Motivation von vielen in den Maßnahmen etwas zu machen sehr gering ist, weil das oftmals keine Qualifizierung bringt, weil sie oftmals einfach auch das Gefühl haben, dass es eine reine Beschäftigung ist. Das heißt also, wir brauchen Angebote zur Weiterqualifizierung und wir brauchen eben auch Dinge wie einen öffentlichen Beschäftigungssektor, der überhaupt wieder eine Reintegrierung in den Arbeitsmarkt ermöglicht. Aber das Ziel muss sein, möglichst viele Menschen wieder in den ersten Arbeitsmarkt zu bringen. Und da muss der Ansatz sein, eben Angebote zu schaffen und nicht zu sanktionieren und zu drangsalieren, wie das ja leider bei Hartz IV so der Fall war und ist. Vielen Dank. Das führt mich gleich zu einer Folgefrage. Im Paritätischen Wohlfahrtsverband sind viele hunderttausend Menschen freiwillig engagiert. Und freiwilliges Engagement ist in der gesamten gemeinnützigen Wohlfahrtspflege von einer besonderen Bedeutung. Es trägt auch wesentlich mit die Arbeit unserer Verbände. Was können Sie sich vorstellen, um beispielsweise das freiwillige Engagement von Menschen, die auf Grundsicherung angewiesen sind, noch stärker dann zu unterstützen und zu fördern? Die haben ja besonders schwere Bedingungen und häufig ist ja freiwilliges Engagement etwas, was früher hat es, man es von Honoratioren genannt, getrieben wird, von Menschen, die erstmal sehr gut abgesichert sind und sich dann zusätzlich engagieren, auch von vielen Menschen, die schon in Rente sind und sich im Alter noch engagieren. Grundsicherungsberechtigte haben ja da schwierigere Möglichkeiten, die sind sehr stark eingeschränkt. Wie kann man die noch unterstützen? Stärker freiwillig. An wen geht die Frage? Ich würde direkt an Frau Wissler dann anschließen, okay. Aber Sie können sie gerne auch noch haben. Frau Wissler. Ich habe die Frage nicht ganz verstanden, es tut mir leid, ich habe einen kleinen technischen Aussetzer. Es ging um die Frage, wie man das ehrenamtliche Engagement in der Grundsicherung oder die was war, ich habe die Frage nicht verstanden, es tut mir leid. Es war ein kurzer Aussetzer drin. Kein Problem, ich stelle auch fest, dass wir hier auch mal eine technische kleine Schwankung haben. Erstmal an Pascal Kober, deshalb genau diese Frage. Freiwilliges Engagement von Bürgerinnen und Bürgern, die auch auf Grundsicherung angewiesen sind. Was kann man tun, um das noch zu unterstützen? Man muss sie ermutigen. Und ich appelliere da an alle in unserem sozialpolitischen Diskussionen, die sich daran beteiligen, Menschen nicht zu entmutigen, indem man sagt, das ist ja unterrepräsentiert und das geht ja nicht oder das fällt euch ja so unglaublich schwer. Ich glaube, das Gegenteil ist richtig. Es gibt ja auch hier in meinem Wahlkreis beispielsweise Initiativen, Vereine, die sich speziell für und um und mit Langzeitarbeitslosen beschäftigen, Peer-to-Peer-Beratung und ähnliche Dinge. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir die Menschen ermutigen. Sie werden niemanden gewinnen, für ein ehrenamtliches Engagement, wenn Sie erstmal sagen, es ist ein Problem, sondern Sie müssen ihn ermutigen. Und das gilt für alle, ob das jetzt Menschen im SGB II sind oder andere. Ich glaube, dass wir die Ansprache an Sie richten müssen und sagen müssen und Sie dafür werben müssen, was Sie damit erreichen können, für sich, aber auch für Ihre Ziele. Und da mache ich mir nicht so viele Sorgen, dass das nicht gelingen könnte. Aber wenn ich sie erstmal problembehaftet anspreche, dann führt das eher zu Entmutigung. Das wäre nicht mein Ansatz in diesem Bereich. Entmutigung ist ein guter Punkt. Ermutigung und Motivation sind natürlich ganz wichtig. Wenn wir wieder auf die Arbeitsförderung kommen, Herr Kober, das Bundesverfassungsgericht hat im letzten Jahr gesagt, dass die Sanktionspraxis, die wir in den letzten 15 Jahren hatten, nicht mit dem Grundgesetz vereinbar ist und deshalb korrigiert werden musste. Das Sanktionssystem ist gerade ein System, was ja nicht mit dieser Ermutigung arbeitet, mit Motivation, sondern deshalb heißt es so, die Sanktion wählt. Müsste man nicht da tatsächlich auch viel stärker auf positive Anreize setzen und zugespitzt auf Sanktionen vollständig verzichten?
Also ich glaube, dass die Menschen sehr wohl wissen, dass die Jobcenter sehr bemüht sind, für sie unterstützend zu wirken, dass sie in Arbeit kommen. Deshalb hat auch der allergrößte Teil der Menschen ja auch keine Probleme mit den sogenannten Sanktionen. Ich glaube, auch hier muss man, wenn man so will, die Perspektive wechseln und sehen, dass wir die Menschen ernst nehmen. So wie jeden Bürger ernst nehmen. Ich selber als jemand, der nicht Leistungen SGB II empfängt, bin aber trotzdem der Gesellschaft gegenüber verpflichtet. Ich muss Abgaben, Steuern, Sozialversicherungsabgaben bezahlen. Und wenn ich das nicht tue, werde ich sanktioniert. Das unterscheidet mich hier in keinster Weise von den Pflichten, die jemand hat, der langzeitarbeitslos ist, der seinen, nach seinen Möglichkeiten, seinen Pflichten nachkommen soll. Und wenn ich jemandem sage, für dein Handeln bist du verantwortlich und ich nehme dich ernst, du kannst das und deshalb kann ich dich ernst nehmen dabei und kann dir diese Verantwortung übertragen, dann ist das eine Frage des Menschenbildes. Und ich plädiere immer dafür, die Menschen ernst zu nehmen, auf Augenhöhe, den Menschen auf Augenhöhe zu begegnen, auch wenn sie keine Arbeit haben und sie so zu behandeln wie jeden anderen Bürger in unserer Gesellschaft auch. Frau Wissler, da schließe ich gleich an. Herr Kober sagt, die Menschen ernst nehmen und deshalb auch zum Teil Sanktionen. Ich glaube, da hat die Linke einen abweichenden Standpunkt und ich verbinde das nochmal mit der Frage, die eben in den mehr technischen Sphären hängen geblieben ist. Freiwilliges Engagement für Menschen, die in der Grundsicherung schon sind. Was können wir tun, um das noch stärker zu unterstützen? Im Freien, deshalb heißt es freiwilligen Engagement der Menschen selbst. Ja, also Menschen ernst nehmen heißt nicht, ihnen das Existenzminimum wegzusanktionieren. Also das finde ich einen sehr schrägen Ansatz. Nein, es ist natürlich so, wenn wir über Sanktionen und über Strafen reden, dann ist es doch ein großer Unterschied, ob Menschen und der Hartz-IV-Regelsatz ist das deckt ja nicht mal das Existenzminimum. Die Menschen im Hartz-IV-Bezug leben in Armut. Und den Menschen das wegsanktionieren, wo sie nicht wissen, wie sollen sie Lebensmittel kaufen für ihre Kinder, für ihre Familie, wie sollen sie überhaupt existieren. Also das ist, da soll man nicht so tun, als wäre das wie ein Strafzettel fürs Falschparken, wo man mal sanktioniert wird für eine falsche Handlung, sondern es geht ums Existenzminimum und das darf niemandem wegsanktioniert werden, weil Menschen müssen natürlich in der Lage sein, sich zu versorgen. Und deswegen hat das nichts mit Ernstnehmen zu tun, sondern das hat was damit zu tun, dass Menschen wirklich in ihrer Existenz gefährdet werden. Und deswegen sagen wir, diese Sanktionierung, die ja, das, die Praxis ist ja in Teilen auch als verfassungswidrig beurteilt worden, dass die komplett beseitigt werden muss. Man muss ja auch sehen, dass auch gerade die Zumutbarkeitskriterien, aber eben auch die Sanktionen natürlich dazu geführt haben, dass die Menschen einfach einen ganz enormen Angst, eine enorme Angst haben auch vor der Arbeitslosigkeit. Das hat den Druck auch enorm erhöht und deswegen brauchen wir Angebote für Menschen und nicht solche, so einen Druck. Und wir erleben das ja als hier sehr häufig in vielen unserer Büros, gibt es Hartz-IV-Beratungen, wie Menschen verzweifelt zu uns kommen, die vielleicht einen Termin versäumt haben, die verzweifelt zu uns kommen mit ihren Hartz-IV-Bescheiden, mit ihren Sanktionsandrohungen und eigentlich und überhaupt nicht weiter wissen. Also von daher ist es dringend notwendig, diese Sanktionspraxis zu beenden und natürlich die Hartz-IV-Regelung sofort zu erhöhen, einmalig 150 Euro in der Corona-Krise, das war viel zu wenig, aber wir müssen wirklich wegkommen von diesem Hartz-IV-System. Und was die Frage Förderung von Ehrenamt angeht, das ist natürlich immer notwendig zu sehen, dass Ehrenamt immer gute Rahmenbedingungen braucht. Und deswegen ist es auch wichtig, dass man, dass Vereine, ob das Erwerbsloseninitiativen sind, soziale Vereine auch eine öffentliche Förderung bekommen, dass sie Räume bekommen, die sie zur Verfügung haben, weil Ehrenamt ist wichtig, aber eben Ehrenamtliche sind auch darauf angewiesen, dass es eine gewisse Infrastruktur, einen gewissen Rahmen gibt, in dem sie sich eben auch engagieren können. Und das halte ich für absolut notwendig. Das nehme ich gerne auf. Sie haben zwei ganz wichtige Stichworte unter anderem genannt. Angebote einerseits, Rahmenbedingungen andererseits. Wir wollen einen Blick in die Praxis werfen und haben dafür einen Einspieler vorbereitet. Der kommt aus Bielefeld von der Gesellschaft für Arbeits- und Berufsförderung. Und ich bitte darum, jetzt diesen Einspieler zu starten. Thank you.
Die GAB Bielefeld, die Gesellschaft für Arbeits- und Berufsförderung Bielefeld, berät seit nunmehr 40 Jahren Menschen, die von Armut bedroht oder betroffen sind, unabhängig, kostenlos und anonym zu Themengebieten der Existenzsicherung, der beruflichen Qualifizierung, aber auch zu Fragen der Bildungsperspektive. Von Sozialleistungen leben zu müssen, bedeutet, ein Leben in Armut zu führen. Die Grundbedürfnisse des täglichen Lebens sind in keinster Weise gedeckt. Der Zugang zur Bildung ist nicht gegeben und der Weg aus der Armut heraus wird auch nicht aufgezeigt. Wenn Sie überlegen, wie Sie Ihren Impftermin gemacht haben, wie Sie Nachrichten lesen, wie aber auch Ihre Kinder überhaupt die Möglichkeit hatten, am Homeschooling teilzunehmen, dann wird deutlich, dass digitale Zugänge einfach Basis sind für alles. Ich habe lange Erfahrung mit Nachhilfe, mit Kindern mit Migrationshintergrund und ich habe die Erfahrung gemacht, dass die keinen Laptop haben, keinen Internetanschluss und dass die Hürden zu groß sind, wenn man die Anträge stellt. Das ist schwierig. In der Praxis wird deutlich, dass die Kinder lieber auf Bildung und Teilhabe verzichten, als mit irgendeiner Bildungskarte sich zu outen, dass sie Hartz-IV-Empfänger sind. Bürokratie ist diskriminierend und verhindert, dass überhaupt diese Zugänge gewährt werden. Wenn Sie es wirklich ernst meinen und Armut abschaffen wollen, dann brauchen wir ganz dringend eine Regelsatzerhöhung für alle, und zwar vom Säugling bis zum Erwachsenen. Wir brauchen zudem eine einmalige Beihilfe für alle, vom Schulkind bis zum Studierenden bis zum Senior, für digitale Endgeräte, Computer, Maus und Co. inklusive einem Bildungsgutschein. Und wir brauchen ganz dringend einen direkten Geldfluss, wenn es um das Thema Bildung und Teilhabe geht. Das alles können Sie schaffen, indem Sie die bürokratischen Hürden abschaffen und den Zugang erleichtern. Vielen Dank. Das waren, glaube ich, ein paar beeindruckende Bilder aus der Praxis und sehr eindringliche Forderungen auch an unsere Gäste. Und es gibt auch zu dem Punkt Bildung gleich rege Debatten dann im Chat auch. Beispielsweise die Frage, welches denn die Pläne wären, um das Bildungsengagement, das zweitgrößte Engagementfeld, dann zu stärken. Und wo wir beim Thema Bildung und Teilhabe sind, und das ist ja explizit angesprochen worden, in dem Beitrag, Marieke Tabor hat auch noch mal eindringlich darauf hingewiesen. Herr Kober, einer Ihrer Vorgänger, der auch aus Baden-Württemberg über die FDP-Landesliste in den Bundestag kam, Ralf Dahrendorf, hat einmal gesagt, die Bildungsrepublik, die kann schon am Mittagessen scheitern. Und wir haben in dem Beitrag gesehen, die kann an noch viel mehr tatsächlich scheitern. Fehlende Laptops und dergleichen mehr. Und das Bildungs- und Teilhabepaket ist ja ein Versuch gewesen, die Bildungsmöglichkeiten gerade von Menschen in einkommensarmen Familien dann zu verbessern. Aber wir wissen auch, es ist eine unheimlich bürokratische Variante. Der Paritätische hat deutlich gemacht, das kommt überhaupt bestenfalls in der Teilhabeleistung bei 16% der Berechtigten dann an. Und das ist auch eine Leistung, die eingeführt wurde damals 2011, als die FDP mit in der Bundesregierung ist. Und heute ist dann die Frage, braucht es wirklich dann ein so, wie auch im Beitrag geschildert wurde, von vielen Kindern und Jugendlichen als stigmatisierend empfundenes Antrags- und Bescheinigungswesen? Oder wäre nicht einfach die unbürokratischste Möglichkeit tatsächlich mehr Geld, weil das gerade auch die Menschen im Stand sind, selbst entscheiden zu können, wofür sie es einsetzen. Und weniger Bürokratie, mehr Selbstbestimmung, das kann doch eigentlich nur in ihrem Sinne sein. Also zur historischen Korrektheit, Sie erinnern sich ja, Dr. Rock, die Bundesregierung damals wollte tatsächlich eine Bildungskarte einführen, ist dann im Vermittlungsverfahren an der SPD gescheitert, weil die Verantwortung für das Bildungs- und Teilhabepaket an die Kommunen gegeben worden ist und damit eine Zersplitterung deutschlandweit entstanden ist, die wir anders gelöst hätten, indem wir den Bund in der Verantwortung gesehen hätten. Aber das ist vergossene Milch. Jetzt muss man mit der Situation umgehen. Tatsächlich glaube ich aber trotzdem, dass wir in die Richtung Digitalisierung und einer Bildungskarte gehen sollen. Und die Befürchtung der Stigmatisierung kann man dadurch begegnen, dass wir einfach allen Kindern eine gleichartige Karte zur Verfügung stellen. Es ist ja ein weiter Konsens in den Parteien, dass es so etwas gibt wie eine Kindergrundsicherung. Wir nennen es ein Kinderchancengeld. Das heißt, das gibt ein breites Bündnis dafür, dass kinderbezogene Leistungen
wenn man so sagen, gebündelt und dem Kind zugesprochen werden. Und in dem Rahmen müsste man mal das Bildungs- und Teilhabepaket digitalisieren und zur Verfügung stellen. Dass die Teilhabeleistungen so wenig nachgefragt sind, das hat was damit zu tun, dass die Leistungen für die Teilhabe so gering sind. Die SPD hat es ja, oder die Große Koalition hat es um 5 Euro erhöht. Wir haben gefordert, es zu verdoppeln, also den jetzigen Betrag zu verdoppeln auf 30 Euro. Vor allen Dingen müssen wir aber mehr Angebote, also für diejenigen, die Angebote für Kinder machen, müssen es attraktiver werden, sich auch aktiv zu bemühen und auf Kinder zu gehen, die im Hartz-IV-Bezug sind oder auch überhaupt. Das ist ja für jedes Kind gut. Und deshalb müssen eigentlich diejenigen, die Angebote machen, auch ein Incentive haben, dafür bekommen, und haben, dass sie sich um Kinder bemühen für die Teilnahme an Sport und Musik und Ähnliches. Ich glaube aber, wenn man das nochmal wenigstens als Problemanzeige benennen darf, ich glaube, wenn wir über Armut reden, haben wir mehrere Dimensionen zu beachten. Und wir sehen viele Bildungsbenachteiligungen bei Kindern im SGB II überproportional vertreten gegenüber Kindern aus anderen Bevölkerungsgruppen. Und da ist nicht allein durch finanzielle Leistungen zu unterstützen, sondern tatsächlich auch durch Zuwendung und persönliche Unterstützung. Und das haben wir zum Beispiel gesagt, das Problem der Laptops und Computer, da gehe ich gerne drauf ein, aber das ist ja offensichtlich, dass das nicht sein kann, dass die Kinder vom Homeschooling ausgeschlossen werden, weil sie keine Endgeräte haben. Aber Endgeräte allein reichen nicht, sondern sie müssen im Umgang mit Endgeräten auch ertüchtigt und gestärkt werden, weil sie häufig nicht die Elternhäuser haben, die sie dabei unterstützen können, mit diesen Geräten umgehen zu können. Da habe ich auch im Bundestag einen Antrag eingebracht, das finanziell zu fördern, dass hier gezielte Unterstützung möglich ist. Also kurzum, da sind mehrere Hausaufgaben in dem Bereich zu machen. Und Sie haben absolut recht, wenn wir sagen, Aufstieg durch Bildung. Leider hat sich die SPD davon verabschiedet, aber wir setzen hier den ganz, ganz großen Schwerpunkt in der Sozialpolitik, in unseren Talentschulen, mit unserem German Bean Schulschuss für benachteiligte Kinder in Schulen und noch weiteren Maßnahmen, und darüber können wir sicherlich noch im Detail sprechen, aber ich möchte jetzt die Antwort nicht zu lang werden lassen, aber Sie merken, mir fällt da vieles ein, und es ist ein sehr wichtiges Thema. Vielen Dank, die SPD kann sich an dieser Stelle nicht verteidigen, aber ich frage mal Frau Wissler, die Linke fordert sehr stark mehr Geld tatsächlich in die Familien, auch gegen Armut, aber wie ist das vor Ort, wie kann man da, wo Geld vielleicht nicht reicht, weil überhaupt keine Infrastruktur da ist, um sich tatsächlich etwas kaufen zu können, wie kann man dazu beitragen, Teilhabe zu sichern und auch die möglichst gemeinnützigen Angebote vor Ort sichern helfen, die überhaupt erst Kinder und Jugendliche das zukommen lassen, was Herr Kober als wünschenswert und notwendig auch dargestellt hat? Ja, also für uns ist das ein ganz wichtiger Punkt. Also zum einen die Kinderarmut zu bekämpfen, das geht mit Geld. Das geht nicht anders, anders kann man Armut nicht bekämpfen. Und natürlich auch den gleichen Zugang zu Bildung für alle Kinder, unabhängig von der Herkunft, vom Elternhaus sicherzustellen. Und wir wissen ja, dass gerade auch in unserem Bildungssystem Kinder aus armen Familien, Kinder mit Migrationsgeschichte oder eben auch Kinder mit Beeinträchtigungen, Kinder mit Behinderungen es besonders schwer haben und benachteiligt sind. Und durch Corona ist das natürlich alles noch deutlich schwieriger geworden, weil wir dürfen nicht vergessen, es gibt viele Kinder, das ist ja auch in dem Beitrag gesagt worden, die keinen eigenen Computer oder Laptop haben. Es gibt Familien, denen gibt es überhaupt nur einen Computer oder gar keinen, Kinder, die kein eigenes Zimmer haben, sondern sich mit ihren Geschwistern ein Zimmer teilen, und für die das Distanzlernen natürlich unglaublich schwierig war, auch gerade wenn Eltern nicht die Zeit hatten oder die Möglichkeit hatten zu helfen. Deswegen sagen wir auch, wir brauchen eine Kindergrundsicherung. Das heißt also, die Erhöhung des Kindergeldes, ganz wichtig. Und Erhöhung des Kindergeldes hilft den Bedürftigen nur dann, wenn das natürlich nicht angerechnet wird auf den Hartz-IV-Regelsatz. Das ist ja das Problem, dass durch die Anrechnung diese Familien davon überhaupt nichts haben. Wir brauchen eine eigenständige Kindergrundsicherung. Ich sehe auch das Problem, das angesprochen wurde, dass das Bildungs- und Teilhabepaket viel zu bürokratisch ist, wenn man überlegt, wie viele Anträge gestellt werden müssen. Wenn man auch überlegt, dann kommen noch die Kinderzuschläge, das Wohngeld, von denen viele gar nicht wissen, dass sie überhaupt antragsberechtigt sind. Das heißt, das müssen wir anders machen. Das ist ja
Zugang einfacher ist, niedrigschwelliger, aber eben auch nicht so stigmatisierend, wie das jetzt der Fall ist. Und deswegen sind diese Punkte wichtig, also mehr Geld, das heißt Kindergelderhöhung und Kindergrundsicherung. Aber natürlich haben Sie recht, dass wir auch schauen müssen, wie wir die Betreuung sicherstellen. Ich war jetzt gerade gestern mit hier in Thüringen in einem Familienzentrum, die eben wirklich Sozialarbeit machen, im Stadtteil die Beratungsangebote machen, aber die sagen, sie sind vollkommen unterfinanziert und da brauchen wir dringend bessere Beratungs- und Förderangebote eben auch vor Ort in den Stadtteilen, wo Familien sich hinwenden können. Das heißt also Sozialarbeit, das heißt auch Schulsozialarbeit auszubauen. Ganz wichtig finde ich im Bereich der Schule wirklich die ganze Schule auszubauen und dort eben Bildungsangebote zu machen. Das heißt nicht ganztägiger Unterricht, sondern das heißt, dass an der Ganztagsschule jedes Kind die Möglichkeit hat, ein Instrument zu lernen, einer Sportart nachzugehen und zwar unabhängig vom Geldbeutel der Eltern. Das ist ein ganz wichtiger Punkt für uns, eben diese Angebote auch zu machen und nicht so viel in die Familien zu delegieren, wo eben die unterschiedlichen Startchancen dann eben ja nicht kompensiert werden, sondern sich eher verfestigen in dem jetzigen Schulsystem. Wir sagen längeres gemeinsames Lernen, das heißt nicht nach der vierten Klasse schon Aufteilung auf die weiterführenden Schulen. Wir wissen, dass da besonders Kinder aus armen Familien und Kinder mit Migrationsgeschichte besonders benachteiligt sind. Und ja, das Letzte, um es jetzt nicht zu lang zu machen, ist, denke ich, dass wir eben hier auch dringend wirklich aufsuchende Sozialarbeit brauchen, Beratungsangebote brauchen. Aber ohne Geld wird es nicht gehen und deswegen eben notwendig. Arme Kinder sind die Kinder armer Eltern. Das heißt, wir müssen den Niedriglohnsektor bekämpfen. Wir brauchen eine andere Form von Grundsicherung. Ja, vielen Dank. Ich nutze mal die Gelegenheit. Wir haben jetzt die Stichworte bessere Bildungschancen, Startchancen auch gehört. Wenn man unter Chancen im Lexikon dann nachschlägt, dann wird einem gleich als erste Definition ein Glücksfall angeboten. Muss es nicht um deutlich mehr gehen als um solche Chancen, die Glücksfälle sind, sondern wirklich um immer wiederkehrende, wiederholbare Rechte, die tatsächlich dann notwendig sind, um allen Menschen ein gutes Leben zu ermöglichen. Rolf Rosenbrock, wie sind Ihre Kommentare und Gedanken zu unserer Diskussion bisher? Ja, ich fand das außerordentlich anregend, was ich hier alles hören durfte. Aber es gibt bestimmte wiederkehrende Motive, die ich nicht mehr gut hören kann. Wie zum Beispiel, dass sozusagen es natürlich auch andere Aspekte als Einkommensarmut gibt, wenn man über Armut redet und dass man Kindern deshalb auf die Bildungschancen verweist. Das ist nahezu zynisch, weil wir wissen, es ist gerade die Armut, so wie sie ist, die die Wahrnehmung auch der gegebenen Bildungschancen massiv behindert. Deswegen ist Geld zwar nicht keine hinreichende, aber die absolut notwendige Voraussetzung, um Armut zu überwinden und damit Bildungschancen zu eröffnen. Und ich glaube auch hier fiel das Wort vom Menschenbild. Ich glaube, dass ja, dass diese Grundsatzorientierung auf Fördern und Fordern sozusagen eine richtige ist. Sie ist nur im Zuge der letzten 20 Jahre in der Hartz-IV-Diskussion völlig pervertiert worden, möchte ich mal. Fördern heißt mehr als die Kinder, die kleine Arbeitslose zu behandeln, die dann 1000 Anträge stellen müssen, um mal eine Flötenstunde zu bekommen. Und fordern heißt was anderes, als Menschen mit Sanktionen in ihrem Existenzminimum zu bedrohen. Wenn wir beide Komponenten, fördern und fordern, ernst nehmen, heißt das, bei Fördern sozusagen für soziale Infrastruktur zu sorgen, die jedem Kind und allen offen steht, worum man sich weiterentwickeln kann, wo man Teilhabe erleben und gestalten kann. Und fordern heißt dann eben auch eben zu sagen, hier, wenn du die nächste Stufe erreichen willst, dann musst du diese Leistung erbringen. Wenn du sie nicht erbringst, dann wirst du diese Stufe nicht erreichen. Das ist aber was anderes, als sozusagen für verpasste Termine 25% des Sozialminimums nochmal zu streichen. Insoweit glaube ich, wenn die Gesellschaft endlich begreift, dass diese zunehmende Spreizung der Einkommen und Vermögen, diese zunehmende Spreizung der Möglichkeiten, aktiv am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben und sich einzumischen, dass diese zunehmende Spreizung
an die Grundfesten eigentlich unseres Zusammenlebens rührt und dass wir die Gegenteil brauchen. Wir brauchen weniger Spreizung, wir brauchen weniger Ungleichheit in Einkommen und Vermögen und müssen also deshalb den sozialpolitischen Schwerpunkt darauf richten, dass die, die im heutigen System am meisten benachteiligt sind, am meisten gefördert werden, damit sie auch den Forderungen nachkommen, die können, die mit dem Recht an sie gestellt werden, dann sieht die Sozialpolitik sehr viel anders aus und dann kann man auch nicht mehr auf so Tricks kommen, wie die heutige Hartz-IV-Berechnung, die ja nach den eigenen Kriterien, die eigentlich gesetzlich vorgegeben ist, unglaublich schön und runtergerechnet ist. Und wenn wir als Paritätischer Wohlfahrtsverband die Kriterien, die die Bundesregierung vorgesehen hat, ernst nehmen, dann kommen wir eben auf 644 Euro mindestens Hartz-IV-Sätze. Und dann kann man auch mit entsprechenden fairen Methoden ausrechnen, wie hoch eine eigenständige Kindergrundsicherung sein müsste, die, wie gesagt, die notwendige, nicht die hinreichende Bedingung ist, um das große Ziel zu erreichen, die bedrohliche Auseinanderentwicklung mit der Gesellschaft, die zunehmende Spaltung von Einkommen, Vermögen, Lebens- und Gesundheitschancen umzukehren, den Trend wieder umzukehren zu einer gerechteren und solidarischeren Gesellschaft. Denn wir wissen aus dem internationalen Vergleich, je größer die Ungleichheit in Einkommen und Vermögen ist, desto mehr Drogenproblematik haben wir, desto mehr Kriminalität haben wir, desto mehr ungewollte Schwangerschaften haben wir, desto mehr sozusagen alle sozialen Probleme, an denen wir als Wohlfahrtsverband arbeiten, werden größer, je größer die gesellschaftliche Ungleichheit ist. Und deshalb müssen wir uns auch auf diese Weise in den Wahlkampf einmischen und sagen, nein, das ist die falsche Richtung. Die letzten 30 Jahre, das Setzen der Sozialpolitik auf zunehmendem, auf Markt und marktähnliche Mechanismen, das waren Fehlentscheidungen, die müssen wir rückgängig machen. Wir müssen zu einem neuen Verständnis von Gemeinwohl, von Daseinsvorsorge kommen, das alle mitnimmt. Vielen Dank für diesen ersten Kommentar. Wir wollen an dieser Stelle einen zweiten Blick werfen, einen zweiten Blick in die Praxis und haben einen weiteren Einspieler vorbereitet. Und der führt uns nach Jena zur Kindersprachbrücke. Ja, herzlich willkommen bei der Kindersprachbrücke Jena e.V. Wir sind 2002 gestartet, hier in Jena-Lobeda in einem Plattenbaugebiet und unsere Aufgabe ist es, Brücken zu bauen zwischen Menschen, zwischen Kulturen, zwischen verschiedenen Sprachen. Unser Projekt richtet sich gezielt an junge Geflüchtete, sprich junge Menschen, die erst als Kinder, als Jugendliche nach Deutschland zugewandert sind, die eine unterbrochene Bildungskarriere hinter sich haben und jetzt hier auf das deutsche Schulsystem vorbereitet werden sollen. Wenn Menschen nach Deutschland kommen, gerade Kinder und Jugendliche, brauchen sie besonders viel Unterstützung und auch emotionale Unterstützung. Deswegen helfen wir mit einem Gesamtpaket. Also wir unterstützen nicht nur beim Spracherwerb, sondern wir suchen auch Kontakte, wir vermitteln berufliche Ausbildungsmöglichkeiten, wir schaffen Freundesnetzwerke, Unterstützernetzwerke und dieses Gesamtpaket ist das, was die Kindersprachbrücke für zugewanderte Menschen so besonders macht. Wir können natürlich hier mit unseren Projekten ganz viele Menschen auch unterstützen und wir wünschen uns das eigentlich für alle Kinder und Jugendlichen, gerade wenn sie aus anderen Ländern hierher kommen, dass sie diese Erfahrung machen können, dass sie Unterstützung bekommen, individuelle Betreuung bei ihrem sehr besonderen Lebensweg, den sie haben, der sich halt unterscheidet von jemandem, der hier geboren und aufgewachsen ist. Wo es Verbesserungsbedarf gibt, ist auf alle Fälle bei den Unterkunftsmöglichkeiten. Also unsere Teilnehmenden haben sehr unterschiedliche Wohnbedingungen. Gemeinschaftsunterkünften, sehr beengt, mit geteilter Küche und Bad, wo Privatsphäre eigentlich nicht möglich ist. Und wenn ich dann noch weiter denke, es gibt dort keinen Internetzugang oder nur sehr schwer möglich, die mediale Ausstattung ist sehr begrenzt. Und wenn ich Online-Unterricht durchführen möchte, aufgrund Corona-Bedingungen, ohne Internet, ohne mediale Ausstattung, ist es nicht möglich. Das heißt, da gibt es definitiv Verbesserungsbedarf, um die Lernumgebung für Kinder und Jugendliche entsprechend anpassen zu können. Wir fordern Sie auf, die Kinderrechte gehören ins Grundgesetz. Wir erleben immer wieder, wie zugewanderte Kinder und Jugendliche im Bildungssystem diskriminiert und benachteiligt werden. Wir brauchen Chancengleichheit und Teilhabegerechtigkeit und das heißt in dem Fall auch besondere Angebote für Menschen in besonderen Lebenslagen.
Ja, ein ganz eindrückliches Plädoyer aus der Kindersprachbrücke in Jena, aus der Praxiserfahrung. Und das unterstreicht nochmal, es braucht diese Rahmenbedingungen, Bildung. Es braucht tatsächlich auch Voraussetzungen. Die Bildungsrepublik kann auch schon am Mittagessen scheitern. Und gerade für Menschen, die beispielsweise geflüchtet sind, die zugewandert sind, die vielleicht auch noch in Einrichtungen untergebracht sind, braucht es da zum Beispiel Dinge ganz schlicht wie einen vernünftigen Internetzugang und weitere Unterstützungsmöglichkeiten entsprechend ihrer besonderen Bedarfe. Und die eindringliche Forderung, die ja am Schluss dieses Beitrags dann stand, um es zu ermöglichen, tatsächlich alle Kinder gleichmäßig stärker zu fördern, das war die Forderung dazu, Kinderrechte tatsächlich ins Grundgesetz dann aufzunehmen. Und Pascal Kober, die FDP stellt sich ja häufig als Partei der Bürgerrechte dann auch dar. Ich habe jetzt das Wahlprogramm der FDP natürlich in der Vorbereitung studiert. Die Forderung darauf, tatsächlich auch Kinderrechte ins Grundgesetz aufzunehmen, die habe ich da nicht gefunden, habe ich nachlässig gelesen. Nein, es gab ja diesen Vorstoß in dieser Legislaturperiode, der nicht an der FDP gescheitert ist, sondern der, also eine Grundgesetzänderung ist ja nicht an der FDP gescheitert, sondern an Unstimmigkeiten zwischen CDU und SPD. Wir haben das immer mit Sympathie begleitet und dass das nicht im Wahlprogramm steht, da steht vieles nicht drin, weil es in Summe einfach zu viel ist, was man aufführen könnte. Aber das Entscheidende ist, dass das Ziel ja erreicht wird, von dem in dem Beitrag ja auch gesprochen worden ist, dass die Kinder die entsprechende Bildungsförderung bekommen. Und da ist in allererster Linie das Bildungssystem verantwortlich. Und hier werden wir uns nochmal darüber Gedanken machen müssen, beispielsweise über die Frage, ob der Bund nicht doch gerade in Kommunen, in denen das Geld knapp ist, durch finanzielle Zuschüsse die Bildung mit unterstützen darf. Also die Frage, darf der Bund Bildung in den Ländern mit unterstützen? Und da sagen wir als FDP, das muss so sein. Das Zweite ist, wir müssen quasi die Finanzierung von Bildung entlang der benachteiligten Bildungssystemen orientieren. Das heißt, dort, wo ein hoher Anteil oder auch nur einzelne Kinder sind, die einen besonderen Förderbedarf haben, dort müssen besonders viele Mittel, finanzielle Mittel hinkommen. Und deshalb sagen wir, die Bildungsförderung muss immer sich daran orientieren und den Schulen ermöglichen, mit besonderer Förderung und besonderer pädagogischen Maßnahmen, auch mit besonderer Ausstattung auf diesen Förderbedarf eingehen zu können. Das nennen wir die Talentschulen oder den German Dream Zuschuss, den haben wir sicherlich beides in unserem Wahlprogramm gefunden. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt für uns, denn wie Sie zu Recht gesagt haben, das Aufstieg durch Bildung, das war einmal das Programm einer sozialliberalen Koalition und was übrig geblieben ist, ist die FDP, die das als Ziel hochhält. Frau Wissler, lassen Sie das stehen. Aufstieg durch Bildung, die Alleinstellung der FDP sozusagen. Und dann auch an Sie die Frage, Kinderrechte ins Grundgesetz, reicht das, wenn tatsächlich die bestehenden rechtlichen Möglichkeiten, die bestehenden gesetzlichen Regelungen nicht ausgeschöpft werden, wie wir es eben auch schon am Beispiel des Bildungs- und Teilhabepaketes gehört haben? Ja, Aufstieg durch Bildung hieß ja wirklich allen Kindern das gleiche, den gleichen Zugang zur Bildung zu ermöglichen. Und das heißt, wir müssen ran ans Schulsystem, weil das wirkt ja wie ein Flaschenhals. Das ist ja genau das Problem. Und das habe ich eben schon mal gesagt, das längere gemeinsame Lernen wäre da dringend notwendig, dass eben nicht diese frühe Trennung schon nach der vierten Klasse. Wir brauchen dringend gut ausgestattete Schulen. All das wäre dringend notwendig, um eben wirklich den Zugang zu Bildung für alle Schülerinnen und Schüler zu ermöglichen. Das gilt für die Schule, aber natürlich dann auch für die Hochschulen. Das heißt, dass wir das BAföG ausbauen müssen, gerade für die Menschen, die eben keinen finanziellen Background haben, also keine Eltern haben mit dem finanziellen Background. Das heißt natürlich, dass es keine Form von Studiengebühren geben darf, dass wir mehr Wohnraum auch brauchen für Studierende. All das sind dringend notwendige Maßnahmen. Zum Thema Kinderrechte. Ja, Kinderrechte gehören ins Grundgesetz. Vor allem müssen wir, also dort gehören sie rein, aber wir müssen sie natürlich auch vor allem umsetzen und mit Leben füllen. Und deswegen sagen wir, es muss sein Recht auf Bildung, dass das Recht
vor Armut geschützt zu werden, vor Gewalt geschützt zu werden. Und natürlich haben Kinder und Jugendliche auch das Recht, beteiligt zu werden an demokratischen Prozessen und darüber auch mitzuentscheiden über ihr eigenes Lebensumfeld. All das sind Punkte, die wir für wichtig halten. Und nur weil es in dem Beitrag ja natürlich auch sehr stark auch um die Frage von geflüchteten Kindern und Jugendlichen gab, ich finde es auch wichtig, hier ein Augenmerk hinzulegen, einmal auf die soziale Situation. Ich kenne zum Beispiel eine Familie, die leben seit fast 3 Jahren zu siebt in einem Zimmer, in einer Gemeinschaftsunterkunft. Davon eben auch die Zeit des Lockdowns, die Zeit des Distanzunterrichts. Das ist natürlich nicht dran zu denken, dass man zu siebt eine Familie in einem Zimmer, dass man da wirklich ernsthaft lernen kann und dem Distanzunterricht folgen kann. Das heißt, also, wir brauchen dringend die dezentrale Unterbringung von Geflüchteten in Wohnungen und nicht dauerhaft in den Sammelunterkünften. Und wir brauchen natürlich auch gerade eine besonders gute Betreuung der unbegleiteten minderjährigen Geflüchteten, wo ich immer wieder auch erlebe, dass sie sehr stark alleine gelassen werden, die Angebote für psychosoziale Betreuung nicht ausreichen und natürlich diese Jugendlichen auch eine Perspektive brauchen, weil ich kenne diese Fälle, wo junge Menschen zum 18. Geburtstag nicht etwa Glückwünsche bekommen haben, sondern eben das Schreiben der Ausländerbehörde, dass sie ausreisen sollen, beziehungsweise die Abschiebung erfolgt. Also all das sind Punkte, die eben auch wichtig sind, jungen Geflüchteten hier eine Perspektive zu bieten, sowohl schulisch, sowohl im Bereich der Ausbildung. Das halte ich für dringend notwendig. Ja, vielen Dank, Janine Wissler. Wenn ich jetzt auf die Chats und die Twitter-Debatte schaue, dann wird viel stärker noch nachgefragt, nicht nur die Ungleichheit von Bildungsmöglichkeiten tatsächlich in den Blick zu nehmen, sondern zu fragen, wie können wir es denn machen, tatsächlich soziale Ungleichheit insgesamt tatsächlich zu beseitigen. Und wenn ich dann Pascal Kober gleich die Frage weitergeben darf, wir haben ja auch extrem ungleiche Gesundheitschancen in Deutschland. Die bittere Realität ist ja, wenn du arm bist, dann musst du tatsächlich früher sterben. Und was haben Sie für Vorstellungen, soziale Ungleichheit insgesamt, aber auch gerade gesundheitlich Ungleichheit beseitigen zu helfen? Also ich kann es nur noch mal betonen, also wir setzen sehr, sehr viel darauf, die Menschen darin zu stärken, einen Arbeitsplatz zu finden und von ihrem Einkommen ein auskömmliches Leben führen zu können. Und das ist die Zielrichtung, die wir erreichen müssen. Das heißt, wir haben einen Arbeitsmarkt, der teilweise auch sehr gering entlohnte Arbeiten zur Verfügung stellt. Hier kann es nicht das Ziel sein, dass wir durch einen zu hohen Mindestlohn den Menschen den Einstieg in diese Arbeit verwehren, weil die Arbeitsplätze dann wegfallen. Das Ziel muss sein, die Menschen so zu stärken, dass sie die Qualifikation erwerben für besser entlohnte Tätigkeiten. Und das ist das Ziel. Deshalb sagen wir beispielsweise, dass wir für Geringverdiener die Möglichkeiten finanziell schaffen müssen, sich fortzubilden, sich weiterzubilden, sich auszubilden. Deshalb sagen wir wollen jedem Geringverdiener pro Jahr 1.000 Euro für Fortbildung und Weiterbildung zur Verfügung stellen, damit dieser Aufstieg im Arbeitsmarkt gelingen kann und man nicht dauerhaft in schlecht bezahlter Tätigkeit arbeiten muss. Das ist zum Beispiel ein Punkt. Jetzt sprechen Sie die Gesundheitsfrage an. Muss man eben mal genau hinschauen. Die Menschen müssen nicht früher sterben, sondern das hat was sehr viel damit zu tun, ob die Möglichkeiten der Gesunderhaltung gegeben sind. Und das hat natürlich auch sehr, sehr viel damit zu tun, ob wir eigentlich einen Sozialstaat haben, der sich wirklich um die Menschen kümmert oder ob er sie mit einer Überweisung am Monatsanfang und dann auf sich allein gestellt lässt. Ja, wir müssen im Bereich der Prävention bei den Krankenkassen beispielsweise, und jeder ist ja glücklicherweise oder fast jeder bei uns krankenversichert, mit wenigen beklagenswerten Ausnahmen, das ist ein Sonderbereich der Gesundheitspolitik, jeder hat eigentlich Anrecht, von seiner Krankenkasse auch beraten, unterstützt zu werden bei einer gesunden Lebensführung. Da werden wir darauf achten müssen, dass die Krankenkassen diesem Auftrag auch nachkommen. Im Bereich der Prävention sich ganz gezielt auch an alle Menschen im Gesundheitsbereich oder ihrem versicherten Bereich zu kümmern und nicht nur über diejenigen, die ohnehin ins Fitnessstudio gehen und die ohnehin von ihrem Einkommen her vielleicht nicht zwingend auf die Unterstützung angewiesen sind. Herr Kober, da muss ich aber nochmal nachfragen.
ist das nicht auch ein Widerspruch? Sie sagen, es ist ganz wichtig, in Beschäftigung zu kommen, es ist ganz wichtig, in Arbeit zu kommen. Aber viele der Beschäftigungsverhältnisse, die gerade für einkommensarme Menschen angeboten werden, sind welche, die mit sehr harter körperlicher Arbeit verbunden sind. Und das ist diese Woche auch durch eine Studie des VDK nochmal sehr deutlich gemacht worden, das zehrt an der körperlichen Verfassung der Menschen, das kann man nicht durchhalten. Und die Aufstiegschancen in diesen Branchen, die sind bei diesen Beschäftigungsverhältnissen häufig sehr gering. Und das führt eben dazu, dass man tatsächlich sehr viel früher stirbt. Müssen wir da nicht tatsächlich noch stärker daran arbeiten, tatsächlich diese sozialen Unterschiede auch in Beschäftigungsverhältnissen aufzuweichen und uns da beschäftigungspolitisch andere Möglichkeiten einfallen lassen, dass man tatsächlich auch lange arbeiten kann, ohne gesundheitliche Schäden davontragen zu können? Also, dass man bestenfalls keine gesundheitlichen Schäden von seiner Arbeit davontragen muss, das sollte für alle Einkommensbereiche gegeben sein. Und da muss die betriebliche Gesundheitsförderung und Ähnliches entsprechend gestärkt und fortschrittlich weiterentwickelt werden. Ich möchte nur dem Eindruck entgegenstehen, dass hier es eine Zweispaltung gibt im Arbeitsmarkt. Es gibt körperlich sehr anstrengende Tätigkeiten, die viele Menschen bis zum hohen Alter auch durchführen. Im Handwerksbereich sehen Sie sehr, sehr viele Inhaber von Handwerksbetrieben, die bis ins hohe Alter ihre körperlich anstrengende Tätigkeit oder in der Landwirtschaft vollbringen. Ich glaube, es sind viele Faktoren, die da eine Rolle spielen und die sollten uns an der Stelle nicht so einfach machen. Ich plädiere aber für eines und dafür will ich politisch einsetzen und habe da meine Fraktion und die FDP absolut an meiner Seite. Das ist die Frage, ob es uns gelingt, dass diejenigen, die im Arbeitsmarkt einfache Tätigkeiten und einfache angelernte Tätigkeiten sind, in unserem Arbeitsmarkt gering entlohnt, ob diese Menschen nicht erreicht werden können durch Fort- und Weiterbildung und Ausbildung. Ich hatte gestern eine Beschäftigungsförderung besucht und dort wird über den Paragraphen 16i gefördert, Menschen die Möglichkeit gegeben, Teilhabe am Erwerbsleben zu haben durch Bügeln. So, das ist eine ehrenwerte Arbeit, das ist eine ehrenwerte Beschäftigung. Die ist natürlich nicht, wenn sie in Konkurrenz steht zu automatisierten Bügelmaschinen, ist sie nicht hoch entlohnt. Aber es ist wertvoll, dass es diese Arbeit gibt. Jetzt, reden wir hier über Menschen, die natürlich einen besonderen Förderbedarf haben. Aber was ich damit insgesamt sagen will, ist, wenn jemand solche einfachen Tätigkeiten hat, ich habe auch eine Flüchtlingsmutter, Mutter einer Familie, die hier in einem privaten Betrieb bügelt, das darf doch nicht das Ende der Fahnenstange sein. Diese Menschen brauchen die Chance auf eine Berufsausbildung. Oder mindestens mal auf eine Ausbildung, die sie im Arbeitsleben vorbringt. Das ist das, was wir machen müssen. Das ist mein Ehrgeiz, den ich will. Es ist okay, in so ein Arbeitsfeld einzusteigen, in den Arbeitsmarkt den Fuß zu kriegen, vielleicht auch die Erwerbsfähigkeit sozusagen wieder zu erlangen oder überhaupt zu erlangen. Das ist überhaupt gar kein Thema. Da muss es weitergehen. Und das ist der Punkt, das ist die Herausforderung unseres Sozialstaates. Da muss es weitergehen. Das ist auch die Herausforderung unserer Diskussion mit Blick auf die Zeit. Frau Wissler, auch die Frage an Sie. Soziale Ungleichheit tatsächlich kämpfen und nachträglich reduzieren. Was ist da nötig? Sie schlagen durchaus hohe Steuern auf Einkommen und Vermögen, deutlich höhere dann vor. Aber reicht das tatsächlich aus, um soziale Ungleichheit zu beseitigen? Was sind da Ihre Bemühungen? Und mit Blick auf die Zeit und ein Schlusswort, was ich Ihnen gerne noch einräumen würde, bitte. Frau Wissler? Ja, alleine höhere Steuern reichen natürlich nicht, sondern wir müssen auch die Sozialversicherungssysteme zukunftsfähig machen. Und da ist es eben nicht so, dass man immer davon reden kann, dass man die Menschen privat fürs Alter vorsorgen soll, wie die FDP das tut. Das kann die alleinerziehende Verkäuferin nicht. Sie hat schon Probleme, ihre Miete zu bezahlen. Und natürlich ist es so, dass Menschen, die in Armut leben, auch gesundheitlich stärker beeinträchtigt sind. Ja, und deswegen ist es eben notwendig, eben auch gerade hier an den Sozialversicherungssystemen zu arbeiten. Deswegen sagen wir, eine solidarische Bürgerversicherung bei der Krankenkasse. Wir sagen, eine Rentenversicherung, in die wirklich alle einbezahlen. Wir müssen die Rente erst ab 67 abschaffen.
schaffen und nicht weiter über die Erhöhung des Renteneintrittsalters reden, weil die Menschen, die zum Beispiel in der Pflege arbeiten, die auf dem Bau arbeiten, die wirklich einer harten körperlichen Arbeit nachgehen, die können nicht bis 67 arbeiten. Die durchschnittliche Pflegekraft arbeitet bis sie 60,9 ist. Und dann geht sie in Rente, aber eben zu hohen Abschlägen. Und ich finde, dieses ganze Gerede von der Mindestlohn zerstört Arbeitsplätze. Ich meine, wir erinnern uns, welche Horrorvisionen alle gerade von der FDP und den Arbeitgebern an die Wand gemalt wurden damals vor der Einführung des gesetzlichen Mindestlohns. Das ist alles nicht passiert. Und für uns ist klar, von Arbeit muss man leben können. Es kann nicht sein, dass Busfahrerinnen und Busfahrer Wohngeld beantragen müssen, weil ihr Gehalt einfach nicht ausreicht. Deswegen steuerlich umverteilen, aber eben auch die Sozialversicherungssysteme auf solide Beine stellen. Und das heißt eben nicht Zusatzbeiträge und private Vorsorge, weil das können die Menschen, die eben schon unter hohen Mieten ächzen, sich überhaupt nicht leisten. Und natürlich darf die Gesundheitsversorgung nicht davon abhängen von der gesellschaftlichen Situation. Wir brauchen eine Stärkung der Gesundheitsversorgung auch im ländlichen Raum. Wir müssen die Pflegeversicherung weiterentwickeln zu einer Pflegevollversicherung, damit auch alle, die auf Pflege angewiesen sind, dazu Zugang haben und nicht durch enorm hohe Kosten belastet sind. Soziale und gesundheitliche Gleichheit, das ist ein Stichwort für Rolf Rosenbrock. Bitte schön. Ja, wenn man sich die Zahlen ansieht, die in der Öffentlichkeit, glaube ich, immer noch nicht klar genug sind, dann sieht man, dass Menschen an oder unter der Armutsgrenze in Deutschland im Durchschnitt 5 Jahre kürzer leben als wohlhabende Menschen, die also 150% und mehr des Medianeinkommens haben. Und diese Unterschiede sind bei Männern noch deutlich ausgeprägter als bei Frauen. Und unter den Armen, die so viel früher sterben, ist ein Drittel voll beschäftigt. Und das sind eben nicht sozusagen die Arbeit, die daraus hilft, sondern schlecht bezahlte Arbeit, schlechte Arbeitsbedingungen führen eben zu einem kürzeren Leben. Und da kann man auch nicht an die Krankenkassen appellieren. Krankenkassen können von diesen großen Ungleichheit ohnehin, selbst wenn sie optimal funktionieren würden, nur einen kleinen Teil kompensieren. Und die Krankenkassen funktionieren nicht offensichtlich nicht gut in dieser Hinsicht, weil eben sie ihre Schwerpunkte in der Prävention nicht nach der sozialbedingten Ungleichheit ausrichten, sondern nach den eigenen Marketingbedürfnissen, also sozusagen immer auf der Suche nach möglichen Mitgliedern mit positivem Deckungsbeitrag sind, als anstelle die sozialmedizinische Indikation wirklich ernst zu nehmen. Und die Gesundheit und Lebenserwartung ist eben der letzte harte Indikator, wohin Ungleichheit führt. Und die Sozialepidemiologen, auch hier vom Robert-Koch-Institut in Berlin oder von der Berlin School of Public Health, wo ich arbeite, die sehen, dass sich diese Zahlen seit Jahrzehnten nicht zum Besseren verändern. Und sie sehen, dass diese Zahlen in Deutschland höher sind als in anderen europäischen Ländern. Das heißt, wir leisten es uns eben, dass Menschen an oder unter der Armutsgrenze ein halbes Jahrzehnt nicht schlechter leben, sondern überhaupt nicht leben. Und zudem Menschen aus den ärmeren Sozialschichten im Durchschnitt auch noch 3,5 Jahre ihrer ohnehin kürzeren Lebenszeit mehr mit chronischer Krankheit verbringen als wohlhabende Menschen. Und das ist für mich sozusagen der letzte Ausdruck der sozialpolitischen Herausforderung, von dem man rückdeklinieren kann. Was brauchen wir arbeitsmarktpolitisch? Was brauchen wir an Reformen von der Sozialversicherungssysteme? Was brauchen wir für Reformen im Verhältnis fördern und fördern mit armen Menschen und Menschen, die wir wieder in Arbeit bringen wollen? Das sind die zentralen Herausforderungen, die sich für mich als Gesundheitswissenschaftler immer vor dem Hintergrund stellen. Es geht tatsächlich um Leben und Tod. Ja, vielen Dank für dieses fast schon Schlusswort. Unsere Diskussion ist zeitlich an ihr Ende gelangt. Politisch wird es noch lange weiterführen. Ich möchte trotzdem eine Schlussfrage stellen und bitte um, wir haben das trainiert, eine kurze Antwort, vielleicht sogar in einem Satz. Und möchte dann den Blick vielleicht auf das Positive richten. Erich Kästner hat 1930 schon unter ganz anderen Rahmenbedingungen gefragt, wo bleibt das Positive? Ja, weiß der Teufel, wo das bleibt. Provoziert die Frage an den Theologen Pascal Kober, wo ist das Positive für Sie? Was hilft uns, optimistisch zu bleiben?
Ich antworte, ja, optimistisch kann uns machen, dass wir jedes Jahr erleben beispielsweise, dass die allermeisten jungen Menschen die Schule erfolgreich abschließen und ins Berufsleben einsteigen können. Und deshalb scheint das System insgesamt ja gar nicht so schlecht zu sein und für die meisten zu funktionieren. Jetzt muss man eben danach schauen, dass es eben für alle dann auch gelingt. Und deshalb bin ich optimistisch, weil ich sehe, dass es vielen gelingt, dass es auch allen gelingen kann. Vielen Dank, Frau Wissler. Wo bleibt das Positive? Ja, das Positive ist die Solidarität, die es gibt in der Bevölkerung und in der Gesellschaft, dass es Menschen gibt, die ja gemeinsam mit anderen sich engagieren für soziale Verbesserungen, die sich zusammenschließen in Gewerkschaften. Ja, die Solidarität in der Bevölkerung, ein ganz wichtiger Punkt. Vielleicht noch das paritätisch Positive. Rolf Rosenkopf. Ja, vielen Dank. Wir haben ja gesehen in dieser Diskussion, dass wir in sozialpolitisch schwierigen Zeiten leben und auch wirklich zum Teil schlimmen Zuständen leben. Und wir leiden eben seit 30 Jahren unter den Fehlentscheidungen der marktökonomischen Grundsatzstrategien. Das ist schlecht, aber was mich positiv stimmt und optimistisch macht, ist, dass wir nicht in bleiernen Zeiten leben, sondern dass das Engagement der Zivilgesellschaft vieler, vieler sozialer Bewegungen eigentlich immer munterer wird und dass wir eigentlich, wenn wir mal hingucken, sehen, dass sehr, sehr viel mehr Menschen als früher auch ehrenamtlich unterwegs sind, sich zivilgesellschaftlich engagieren, sich politisch engagieren, auf die Straße gehen, bereit sind, Gesicht zu zeigen und für ihre Anliegen offensiv aufzutreten. Das gibt mir immer wieder Mut und Zuversicht. Wunderbar, das ist doch ein hervorragendes Schlusswort für den Moment, aber nicht für die Debatte und auch nicht für die paritätischen Wahlsalons. Erstmal von meiner Seite ganz herzlichen Dank an unsere Gäste, Janine Wissler, Pascal Kober und auch an Frau Magdalena Meisen, die als Gebärdendolmetscherin die ganze Zeit dazu beigetragen hat, das wirklich barrierefrei hier zu kommunizieren. Sie haben die Möglichkeit, wieder einschalten zu können zu einem weiteren paritätischen Wahlsalon. Zum Beispiel leicht zu merken, am 9.9. da diskutieren Peter Weiß aus der CDU und Sven Lehmann hier miteinander. Gwendolin Stilling wird moderieren. Wir freuen uns, wenn Sie wieder dabei sind. Herzlichen Dank auch an alle vor den Bildschirmen und noch einen schönen Tag. Jetzt bleiben wir optimistisch, bleiben wir positiv. Vielen Dank. Vielen Dank Ihnen auch für die Veranstaltung und Moderation. Danke.